Geht's hier mit einem neuen Part Pokémon Heart Gold, diesmal zu einem ganz speziellen Anlass. Wir fangen diesmal Ho-Oh, es wird wahrscheinlich etwas länger werden, aber mal gucken, wie es läuft. Ich mache jetzt mal Go hier bei der Aufnahme. Also ich muss kurz Countdown machen. 3, 2, 1 und Go. Okay, so, hier sind wir. Wie gesagt, spezieller Anlass. Ho-Oh wird gefangen oder soll gefangen werden. Wir müssen uns jetzt mal hinbegeben zu dem Turm, also nach Teak City. Ich bin jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es jetzt schon komplette Nacht ist. Also bei mir ist es gerade mal 10 vor 9, da ich konnte einfach nicht mehr warten. Ich habe jetzt den ganzen Tag, was habe ich da? Den Abend habe ich jetzt so ein bisschen damit verbracht, eine Thumbnail zu erstellen, die extra speziell hier für dieses nette Feature hier passt. Und habe ich mir ein bisschen Zeit, habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, weil wo ich denn hin eigentlich? Ich will gar nicht hier rein. Und da habe ich ein bisschen Zeit für investiert, das hat wirklich ein bisschen gedauert. Bis dann fertig hatte und gab ein paar Probleme mit dem Erstellen, aber jetzt ging es weiter und ja. So, Zufluchtort für Ho-Oh. Schon viele Menschen haben versucht, ihn zu erklimmen und Ho-Oh, aber keiner war hier erfolgreich. Jens erinnert an seine Unglückssilbe und so weiter und so fort. Ja. Dankeschön. Sehr nett von euch. Ich weiß, es hier gleich im Wald. Wenn wir jetzt in dem Wald sind, dass er euch auftauchen wird an Items. Da. Sind nämlich häufig, ich glaube, ein Großpilz kommt noch und. Riesenpilz, genau, Riesenpilz hat das Ganze, nicht Großpilz. Ja, ich habe jetzt also ein schönes Thumbnail erstellt. Also finde ich jedenfalls dafür ist gelungen, dass ich jetzt nicht so eine Skills in der Richtung noch nicht angesammelt habe und deswegen finde ich das eigentlich schon ganz okay. Und ich werde diese Folge wahrscheinlich auch sehr lange dauern. Ich muss erstmal den Glockenturm hoch und dann, wenn ich den dann über den um bin, muss ich hoch erstmal fangen. Also diese Folge kann doch schon wirklich lange dauern. Und ja, so, jetzt kommt der Typ an. Aber das ist doch. Du hast sie also gefunden. Bitte, du darfst weitergehen. Ja, ich habe sie gefunden. Ich bin cool. Jetzt darf ich weiter nach oben im Turm. Und dann gucken wir mal, was denn hier so auf uns wartet. Ja. Okay. So, ein Rad haben wir natürlich auch dabei. Ah, ne, brauchen wir gar nicht. Ich denke mal, es ist wie bei Pokémon Smart, da brauchen wir für welche Sachen so ein Rad, aber. So, Hyperheiler, sehr schön, das ist dann cool. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gerade wieder extrem langweilig an sich zu Hause. Ich weiß immer nicht, was ich machen soll gerade, weil ich hätte es eigentlich Bock, hätte ich mich noch mit Freunden treffen wollen, aber. Mit dem habe ich mich jetzt heute noch nicht getroffen. Und. Kann ich nicht weiter. Mit Max habe ich jedenfalls noch nicht getroffen und. Ich hatte eigentlich mich verfügt, mit ein paar Leuten zu treffen, ein bisschen fernzugehen, aber die sind alle zu einer Hausparty von einem anderen Kumpel, hatte ich dann irgendwie nicht so viel Bock drauf und dann habe ich gesagt, ey, lass mal stecken. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und das ist. Und dann bin ich halt da jetzt nicht zur Hausparty gegangen und jetzt habe ich mich entschieden, hier allein zu bleiben. Meine Eltern sind wieder weg. Deswegen bin ich hier komplett alleine zu Hause. Meine Schwester ist nach der Arbeit direkt zu ihrem Freund gefahren. Und deswegen bin ich jetzt ganz alleine zu Hause und eigentlich wäre es jetzt so der perfekte Tag gewesen, jetzt ein Mädchen einzuladen, dann so, ne? You know what I'm saying? Aber keine Ahnung. Vielleicht sitzt sie das noch um. Mal gucken. Ich denke nicht, aber vielleicht. Wer weiß. Was der Tag noch so mit sich bringt. Es ist zwar spät, aber ne? So, ich hoffe mal, dass jetzt auch alles klappt mit der Cam und sowas. Also ich habe jetzt unten, ich glaube immer unten links habe ich jetzt das Bild. Also ich sehe mal, was da unten abgeht. Deswegen ist da schockt es halt immer ein bisschen, aber es ist bei der Cam sowieso mir ein bisschen blöde, weil die halt immer so ein bisschen leckt. Aber an sich sieht es gar nicht so schlecht aus und ich hoffe, dass halt auch einfach alles klappt ohne Probleme. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen. Ja. Also wie gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich ein extrem langer Part werden. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich habe keinen Bock, das in zwei Parts zu machen, weil dann wäre diese Folge extrem unnötig, weil man hier einfach da nichts gemacht hat.
wäre einfach nur so eine Folge, die ganze Zeit nur diese komischen scheiß Rätsel lösen. Und da sind so kein Schwein Bock drauf. Und skippen wollte ich jetzt auch nicht, das ist ja auch scheiße, wenn er nicht alles mitzählt, dass er alles drin sein muss. Ich habe gedacht, ja, mache ich einfach alles in einem. Und ja, wer Lust hat, guckt es komplett an und wer nicht, der lässt es ihm bleiben. Es ist ja euch über euch überlassen. Mensch, schönes Kind. So, wo können wir denn hin, wenn wir weitergehen? Ja, unnötig, also nix. Sondern das Item, was da war, das lassen wir. Shit! Das ist natürlich unnötig, dass wir da gesprungen sind. Oh, meine Fresse, ey. Bin ich heute retarded? So, jetzt hier. Nochmal. Nein, das war das wohl nicht. Seht ihr, wegen sowas würde es dann einfach mal Stunden dauern, bis ich fertig bin und ich mache jetzt mal den ersten Cut hier. Das habe ich schon nicht ausdrücklich gesagt, Cut, das ist natürlich scheiße. Go. Okay, so, hier sind wir. Wie gesagt, spezieller Anlass, Horo wird gefangen oder soll gefangen werden. Wir müssen uns jetzt mal jetzt hinbegeben zu dem Turm, also nach Teak City. So. So, und jetzt mache ich wieder den Countdown. 3, 2, 1, go! Okay, so. Also wieder weiter. Weiter, weiter, weiter. Dabei, dabei, schneller, schneller. Ich denke mal, das hier könnte der richtige Weg sein. Ja, jetzt links oder rechts, ne? Das ist die Frage. Ja, natürlich. Fuck you, Bitch. Das wäre andere Weg gewesen. Mann, Alter, es regt mich auf. Wegen sowas kann das Stunden dauern, bis ich fertig bin, mit dem ganzen Dumpf fertig bin. Weil ich einfach nicht konzentriert genug bin. Ich bin auf Alkoholentzug, also. Nein, Spaß. Ich habe jetzt im Gegensatz zu den anderen Parts kein Benehmen gestehen, deswegen bin ich gerade nochmal unkonzentriert. Nein, natürlich nicht, aber. So, jetzt aber. Ups. Zack. So, wo sind wir? Okay, sieht cool aus. So, jetzt sind wir schon mal, jetzt sind die Dings über, also jetzt haben wir so das erste Dings erreicht. Jetzt kommen die ganzen scheiß Brücken. Und dann kommt Teleporter. Das wird echt noch eine Freude. Macht Spaß. Ey, der Turm ist unnötig, der sammelt immer nur diese, weil hier sind ja keine Trainer drin, deswegen. Ich meine, es ist quasi kein Trainer drin, das ist so ein heiliger Turm, da ist sowieso keiner drin. Und da dürfen natürlich auserkorene Leute rein und jetzt ich das Ding schon mal nicht richtig, da kommen wahrscheinlich nur zu irgendwas. Na? Ich weiß nicht, gerade gar nicht. Machen wir geradeaus. Ja, natürlich kommen wir nur zu dem Item, ne? Ich meine, ich freue mich auch über Top Elixier, aber ne, versteht mich schon, ne? Nein, ich muss jetzt. Zu welchem wollte ich nochmal hin? Ich wollte zu dem dann, ne? Shit, jetzt bin ich vorbeigesprungen! Alter, mich verarschen! Oh Mann, ey, ich bin heute echt ein bisschen breit. Das Wochenende hat begonnen und ich bin schon bereit. So, jetzt muss ich hier und runter. So, brava Lumpi. Oh, Alter. Ja, natürlich. Hier ist auch noch ein Item. Wollt ihr verarschen? Junge. Total Rage. Man. Oh, und dann soll für Nugget. Ja, Logo. Logo. Mach ich einen Trainerkampf mehr, schaffe ich die 5000 Gold wieder, ey. Meine Fresse. Ihr wollt doch alle verarschen, oder? Ihr wollt alle unnormal verarschen, oder? Okay, rein ganz cool.
Ruhig Blut! Ruhig Brauner! Ja, Top-Beleber, einmal schon was Besseres hier. So, sieht gut aus, den nehmen wir mal. Ja, dankeschön, Barbarumpi, ja, ja. Den nehmen wir. Und dann kommen wir. Ne, den lassen wir nicht. So, gucken, was hier für Items auf dieser Ebene sind. Also keiner, ich muss das Ding so nehmen, okay. Okay, 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 okay. So, wo sind wir? KP Plus, das ist. Ja. Jetzt aber. So, die Top-Genesung, yep, und. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir sind oben. Ja, wir sind oben. We got it! Nach 10 Stunden haben wir es dann auch endlich mal geschafft. Gut, ist auch nicht mehr. Jawohl! Okay, Leute. Mal kurz das Safe hier kurz. Und ein Cut. Okay, wir sind uns gleich mal kurz hier. Also, ich mach jetzt den Cut. Kurz das Safe hier noch machen. Safe State. Dann. Go! Dann speichern wir das Ganze auf OO2. Ja, sehr schön. Speicher. Und jetzt öffnet sich dieses Camtasia wieder. Schließen. Ja. Okay. Und die Aufnahme geht. 3, 2, 1, go! Okay, dann werde ich mir jetzt mal kurz eben vorlesen, was die Jungs, die Mädchen zu sagen haben. Das ist der Ort, an dem wir mit Ho in Kontakt treten werden. Hier. Wenn hier gleichzeitig der Klang des Tanzes, den wir täglich proben, und der Klang der Klarglocke, den ihr erhalten habt, ertönt, wird Ho wieder zum vom weiten Himmelszelt zu uns herabsteigen. Ja. Gebt ihm Junge. Und dann Ching. 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 Oh, jetzt hören wir weg, weiter. Ja, ich habe heute mal einen Ersatz gefunden hier. Da muss ich hinhalten. Kleinen Schuh Cappuccino. Sehr lecker. Doch, doch, muss ich schon sagen. Ich glaube, dunkel genug ist es. Und da kommt es. Das Pokémon. Auf den, nachdem wir so. So. Wie nennt man das denn am besten? Nachdem wir so lange gesucht haben. Okay, so. Was ihr davor euch seht, ist Ho-Oh. Seit Urzeiten erzählt man sich hier von ihm, dem Schutzpatron der Lüfte. Schon viele vor euch haben sich daran versucht, das Gleiche zu erreichen. Doch alle scheiterten sie kläglich. Renke, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz und die Klagauke im Einklang miteinander standen. Seht nur, Renke, Ho-Oh scheint darauf, dass jemand wie ihr in Erscheinung tretet, gewartet zu haben. Okay, okay. Einmal kurz ein Safe State, denn wenn wir dann mit dir, ne? Kein Scheiß machen. Und dann würde ich mal sagen. Ho! Oh! Okay, go! Let's fight this up! Ah, ich habe gar nicht gedacht, dass ich das Acefire vorne habe, ne? Ich würde sagen, perfekt gesenkt, ne? So, wenn Ace jetzt stirbt, ist kein Problem. Okay, okay. So, jetzt können wir kurz überlegen, was haben wir denn am besten. Haben wir jetzt irgendwas, womit ich einen Status ändern kann? Habe ich sowas gerade? Da nicht. Ne, habe ich nicht. Also muss der High-Levelste und der am besten dafür auch geeignet ist rein.
Machen wir ganz kurz hier mal einen Regentanz. So, dann hat nämlich der Feuersturm nämlich weniger Wirkung. Und dann machen wir gleich mal hier so den ersten Versuch mit einem Fensterball. Ja, noch nicht mal ein Tick. Wollt ihr mich verarschen? Alter Falter, das wird ja noch lustig. Junge! Willst du mich verarschen? Komm, jetzt beim Überwalten. Auch nicht mal, Alter! So, jetzt haben wir kurz einen Trank rein, eine Potion. Weiter. Eins. Ah, immerhin ein. Ja, in 10.000 Jahren wird es dann mal zwei werden, dann irgendwann drei und dann vier und dann. Ja, ich brenne natürlich. Sehr schön. Ist ja klar. Hol mal den Fensterball aus. Menschenskinder, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Nein, na doch, da war auch, aber. Probier mal einen Turbball aus. Auch noch nicht mal ein, ey, Leute. Ja, Läuterfeuer. Und ich brenne! Ja, nee, wirklich, ne? Das ist ja was ganz Neues hier. So, brennen und so, ne? Ja. Menschenskinders. Soll ich mal kurz einen Cut in der Stelle hier meinen? Und Cut. Oh Mann, das wird ja noch echt lustig. Okay, oh, oh. Dann werde ich mir jetzt mal kurz eben vorlesen, was die Jungs, die Mädchen zu sagen. So, shit, kurz wieder wegmachen hier. Wird's gehen? Willst du mal öffnen hier das Programm oder nicht? Willst du nicht öffnen? Dann nicht. Nee. Also, Countdown. 3, 2, 1, go! So, ja, probieren wir weiter mit Fensterbällen. LOL, der war echt knapp. Der war richtig knapp. Also der war jetzt wirklich. Ups. Einsame Spitze. Da war, kam ein guter Wurf am raus. Er hat ihn genau am Kopf getroffen und da war dann kurz K.O. und konnte sich im Ball nicht mehr bewegen und dann BAM. Noch ein bisschen Speed mal hier. Mensch, jetzt Kinder, komm schon. Junge, ich will dich doch nur einfangen. Da ist doch nichts gegen. Ich bin ein perfekter Trainer für dich. Nein, geht eigentlich, aber egal. Ich werde dich sowieso immer nur in der Box verschmoren lassen, aber egal. Mensch, geh doch nicht in den Ball rein, Mann. Alter. You wanna troll me? Oh komm, der war auch schon echt knapp. Das ist. Ich hasse diese legendären zu fangen, ne? Ich mach's nur für euch, nur für euch. Ich selber wieder einfach auch killen. Oh Mann, ey.
So, was kommt jetzt? Sondersensor, ja. Und wieder. Fensterball. Go. Eins. So. Eins. Ja, Mann. Ich bin dann echt weiter, wenn es die ganze Zeit nur ein Tick ist. Ich meine, es ist am Ende echt eine Glückssache, so ein scheiß Vieh zu fangen. Holy shit. Nein, ich will jetzt keinen Superball werfen. Alter, willst du mich verarschen? Ihr seht, was ich meine, ne? Das ist dieses dreckige Ehren. Na 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 na. Ja! Yes! 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 Ja, Mann! Fuck you! Bitch! Ah! Wir haben ihn! Man sagt, dieses Pokémon auf den... So, nochmal. Man sagt, dass dieses Pokémon auf seinen siebenfarbigen Schwingen durch die Lüfte fliegt. Ja! Jawohl! Gott, this fucking NOO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 O